Ist gar nicht so leicht, in Corona-Zeiten Lifestyle in diesen Vlog reinzubringen. Und jetzt folgt das größte bisschen Lifestyle seit Monaten. Denn ich habe einen Friseurtermin. Die Frage in den Kommentaren, ob Joscha oder andere Mitarbeiter eigentlich die Daily Vlogs gucken, und ich bin mir da gar nicht so sicher. Nie. Das ist wirklich jeden Tag das Erste, was ich mache. Also ich fieber immer schon so ein bisschen auf 9 Uhr hin, weil ich ja oft gar nicht weiß, was der Marius am Tag so fabriziert hat. Wir verbringen ja dann doch die Hälfte des Tages nicht miteinander. Und dann ist es ganz cool zu sehen, was hier so abging und was er so erlebt hat. Das tut auch unserer Partnerschaft sehr gut. Drück auf Play! Als wir erstmal angefangen haben, ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen auszumisten, ein paar Sachen zu werfen. Ich bin Fan. Ich bin richtig am Fan. Und dabei ist uns... Ich glaube, Joscha ist einer von den Leuten, die jeden Tag disliken direkt. Ja, immer. Ich starte mal Erster unten mit so einem Daumen. Okay, go, 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 go. Wir machen eine schnelle Motivbesichtigung. Was genau machen wir eigentlich? Wir drehen mal wieder morgen was Lustiges. Und wir drehen aber alles in einem großen Studio. Und das halt teilweise in einem echten Motiv, was gebaut wird, teilweise vor Greenscreen, teilweise auch die Kombination von echten Gegenständen vor Greenscreens, und haben noch 4 Außendrehmotive. Und das schauen wir uns alles gleich mal an, um so ein bisschen zu gucken, wie können wir das logistisch irgendwie sexy planen, sodass wir gut durch den Tag gehen. Als ich zum ersten Mal von diesem Projekt gehört habe, hieß es, eine einzige Location, eine Einstellung. Was genau ist passiert? Ja, das Drehbuch ist fertig geworden, ne? Harald. Was? Du schon wieder. Was machst du hier für Schluss? Das weiß ich auch nicht. Also Motivtouren sind mal mehr, mal weniger interessant. Das war zugegeben eher eine von den weniger interessanten, vor allem dadurch, dass wir die Locations eigentlich schon kennen. Das große Problem ist, wie so oft im TV, dass wir morgen drehen und das Drehbuch erst heute final rumgegangen ist. Deswegen ging es eher darum, mal zu besprechen, in welcher Reihenfolge drehen wir, was brauchen wir noch für morgen und wie können wir den Dreh morgen möglichst smooth und unkompliziert gestalten. Das heißt, lieber heute ein bisschen Zeit investieren und morgen dafür einen guten Drehtag haben. Wer sich mehr zum Thema Location Scouting interessiert, wir haben mal einen kompletten Podcast darüber gemacht, der empfiehlt sich sehr. Ich muss zugeben, ich hatte einen vollkommen anderen Plan für den heutigen Tag. Heute Morgen dachte ich noch, ich habe eigentlich ganz gut Zeit. Ich kann jetzt endlich mal den Vergleich machen zwischen dem Venues Rite of Passage Storyboard und dem Venues Rite of Passage Musikvideo Endergebnis, um mal ein bisschen zu gucken, wie sehr haben wir uns an unsere eigene Planung gehalten und wie weit weicht man ab und warum? Und ja, dann hat sich herausgestellt, nee, die Sonne geht mittlerweile unter. Und so Sachen wie diese Motivbesichtigung, wie ich es nennen möchte, die waren sehr spontan. Ich wusste heute Morgen noch nicht, dass dieser Anruf kommt, dass wir das machen. Und deswegen ist jetzt ein etwas anderer Vlog geworden. Aber das Ding mit dem Storyboard will ich nach wie vor machen. Ich weiß noch nicht, wann. Weil wir jetzt wieder Drehtage vor uns haben. Aber ich komme noch dazu. Ich habe das auf meiner Liste stehen und ich werde es nicht vergessen. Schade, ich dachte, du läufst hier mit der Mucke um die Ecke. Geil! Eigentlich wollte ich endlich vorbeigehen und sagen: Tschüss! Ah, wie schön ist das denn? Alle im Vlog-Modus. Aber doppelt gleich. Nicht gut, wir beide mit der Kamera auf den anderen warten. Ne? Dumme Menschen. Nice. Ich wollte echt fragen, wie war dein Tag so? Weniger konstruktiv als ich dachte, aber schön. Also, man geht doch immer morgens so, kommt man ins Büro und denkt sich so: Heute mache ich das und das und das. Und dann um 15.30 Uhr denkt man sich so: Fuck, ich habe noch gar nichts angefangen, weil 5 Leute angerufen haben, irgendein Termin viel länger gedauert hat als gedacht und so weiter und so fort. Und jetzt ist es halt dann doch schon wieder 7:30 abends. Das Witzige ist, dass ich vorhin fast exakt das Gleiche gesagt habe wie du gerade. Dass ich auch irgendwie einen ganz anderen Plan von dem Tag hatte. Fühle ich mich immer hier, so kleine Wurst. Es gibt so ein Meme, so von wegen, warte kurz, das müssen wir jetzt mal nachstellen. Ja. Es war mit Christine viel lustiger. Tine, wir vermissen dich. Wow.
Ach, Rucksack nicht zugemacht. Ja. Alles klar, Feierabend? Ja, Feierabend. Hashtag des Tages, Work-Work-Balance. Work-Work-Balance. Finde ich gut. Alles klar. Tschö. Sehen uns morgen beim Dreh. Schade, dass Freitag der Dreh abgesagt wurde. Sonst hätten wir 3 Tage am Stück schön Comedy gemacht. Hätte ich mich super gefreut. Es bekräftigt mich wirklich. Es bekräftigt mich total, dass es dem Joscha jetzt auch so gegangen ist. Am gleichen Tag wie mir. Das war nicht abgesprochen. Kein Scheiß. Wie geht's euch damit? Luis fragt mich eben, ob wir irgendwie mit To-Do-Listen arbeiten. Tun wir. Und trotzdem hilft das natürlich nicht dabei, mir zumindest den perfekten Arbeitsablauf zu haben. Wer von euch ist der absolute Obercrack mit To-Dos und Work-Work-Balance und so? Let me know. Ansonsten sehen wir uns morgen. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Es gab so ein Meme, wie man als großer Mensch nicht mit kleinen Menschen reden soll. Es war so. Ja, hallo. Hallo, ne?